Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Live in the Woods. Ja, wir sitzen hier mal wieder in unserer Hütte und überlegen, was wir als nächstes machen. Wir müssen natürlich im Garten noch eine ganze Menge machen, und bevor wir hier eine ganze Menge Zeit verschwenden, würde ich mal sagen, kümmern wir uns einfach mal drum. Denn wir sind ja gerade dabei, hier Gartensäule zu produzieren und da ein paar Sachen drauf anzupflanzen. In der Hoffnung, dass die Kürbisse hier in die richtige Richtung rüberwachsen. Und diese ganze Erde werden wir hier auch nochmal durch Gartenzoll ersetzen müssen. Und ich hoffe mal, dass mein, wie soll ich sagen, mein Salat ein bisschen schneller wächst. Weil ich habe hier was Wunderbares entdeckt. Was heißt entdeckt? Ich habe zumindest gehört, dass dieses Ding ganz gut sättigen soll. Und ja. Gut. Darauf arbeiten wir jetzt hin, dass wir eine ganze Menge Sandwiches machen können. Und hier dauert es wieder ewig, bis alles gewachsen ist. Moment mal kurz. Ich habe doch jede Menge Bone Meal, oder? Bone Meal. Nein, das ist Salz. Aber ich habe zumindest jede Menge Knochen. Weil damit könnte man ein bisschen die Salatproduktion antreiben. Und ja, bevor wir da noch lange mehr Zeit verschwenden, machen wir das einfach mal kurz. Oh ja, das lohnt sich wirklich. Warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen, einfach mal Bone Meal einzusetzen? Ich glaube, ein bisschen Bone Meal hebe ich mir auch noch auf. Nicht, dass wir hier zu... Hä? War ich besoffen, oder haben sich hier die Treppen gedreht? Ich weiß es nicht. Nun gut, pflanzen wir erstmal ein bisschen von dem Salat hier an, damit er ganz gut wächst. Wie gesagt, wir brauchen davon eine ganze Menge. Ich glaube, dieser Baum wird hier irgendwann mal weichen müssen. Was pflanzen wir denn hier eigentlich ein? Gurken? Na kommt, ihr kommt da mal weg. So, du dahin und du dahin. Und du dahin. Dann passt die Sache. Na komm, die Reihe machen wir hier noch voll. Gut. Und dann wird es Zeit, unser erstes Sandwich zu backen. Was labert der? Nun gut, runter da. So, was brauchen wir noch alles? Mayo. Fleisch und Tomaten. Komm, etwas Mayo, Fleisch, Tomaten, Brot. Ja gut, das bekommen wir hin. Wupp. Fleisch und Brot. Da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so gut sättigt, wie ich gehört habe. Mayo, Fleisch, Tomaten, Salat. Fehlt da noch was? Tomaten, Salat. Ich brauche 5 Zutaten. Ach, das Brot. Ohne Brot wird ja auch kein Sandwich draus. Nein, was fehlt? Mayo. Das bekommen wir sofort. Denn die Eier, ich meine natürlich, die Hühner haben bestimmt ein paar Eier gelegt. Guckt euch das mal an. Ich glaube, wir sind gerettet. Einen ganzen Rucksack voll mit diesen Sandwiches. Und wir müssen nie wieder hungern. Dann können wir auch endlich mal was Interessanteres machen. Habt ihr noch keine Eier gelegt? Schämt ihr euch jetzt nicht? Wofür halte ich euch denn? Moment. So viel Gras braucht ihr hier auch nicht. Klauen wir euch einfach ein paar Seeds. Das wächst gleich wieder zu, von daher kein Problem. Ah komm, da kommen einige raus. Seid ihr wieder bereit, gefüttert zu werden, oder versteckt ihr euch einfach nur im Eck? Du und du.
Du. Und du. Und sonst noch jemand? Ja, ihr beiden. Wunderbar. Es wird schon wieder dunkel. Dann müsste ich meine Kühe und was weiß ich was alles noch ein bisschen vermehren. Na dann, gute Nacht. Ja, und guten Morgen. Weiter geht's hier. Die Frage ist, was machen wir als nächstes, sobald unsere Nahrungsmittelvorkommen gesichert wurden? Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Zeit würde sich weiter drehen. Nee, tut sie nicht, wenn man schläft. Das war dann wohl falscher Alarm. Haben wir wieder ein bisschen Kompost übrig? Jawohl. Wunderbar. Drei weitere Gartenscholz für mich. Und meine Feldhacke ist wieder kaputt. Nee, noch nicht. Aber bald. Eins, zwei, drei. So, damit mir hier keiner runterfällt, machen wir das dann so rum. Hier vielleicht noch irgendwie so eine Trennwand oder sowas. Irgendein Stein, der sich dafür anbietet. Werden wir bestimmt haben. Irgendetwas, was wir stackweise haben. Nee, den Marble brauche ich eventuell fürs Haus, wobei. Nee, brauche ich nicht. Mein Schüssel befindet sich hier oben. Und dann schütteln wir mal eine kleine Runde. Yep. So. Welcher Kobbel sieht ja einigermaßen gut aus? Klar, man braucht keinen Kobbel-Generator, man kann es einfach umschütteln. Aber schon irgendwie praktisch, wenn man den Kobbel einfach so produzieren kann. Und ja, wie gesagt, den habe ich mal entfernt, weil braucht kein Mensch. Ich glaube, den Apfelbaum werden wir nochmal abreißen. Ja, dich auch. Das dauert ewig, bis die Äpfel hier reif werden. Können wir dich irgendwie zum Wachsen motivieren? Bonemehl? Wo ist mein Bonemehl? Dachte es auch, wenn ich in irgendeine Kiste reinguck. Da ist es. So. Ja, diese kleineren Bugs. Mit denen muss man sich leider abfinden. Oh, das ging jetzt schnell. Weißt du was? Dich reißen wir jetzt nochmal ab. Vielleicht haben wir Glück und bekommen Zepplinge von dir raus. Höchstwahrscheinlich werden es dann stinknormale Ding sein. Wie soll ich sagen? Stinknormale Oak-Zepplinge, aber das macht ja nichts. Den Apfel habe ich leider kaputt gemacht, wie es aussieht. Nee, der macht sich alleine kaputt. Ich dachte schon. So. Und dann kann ich da unten natürlich auch noch Erde wieder reinquetschen, weil fliegende Steine sieht man ja auch nicht alle Tage und man sollte sie auch nicht alle Tage sehen. Weil das könnte auf den einen oder anderen Passanten ein bisschen verstörend wirken. Und am Ende landen wir auf dem Scheiterhaufen. Das will ja auch keiner, oder? Naja, vielleicht doch, aber tun wir mal so, als ob es keiner wollen würde. Gut, dann kompostieren wir dich noch. Und dich. So. Naja, ich komme, hier können wir auch noch ein paar reinsetzen. Habe ich eigentlich noch Carpenters Treppen, bis auf diese hier? Ah, na super, jetzt hänge ich irgendwo fest. Wird geglitscht. Lass mich raten. Ja, die Treppen sind immer noch da. Ich habe sie nicht abgebaut. Beziehungsweise die Blöcke, da, die da drin waren. Nee. Aber Carpenter Treppen habe ich zum Glück noch ein paar. Dann können wir hier irgendwie so einen Übergang schaffen. Moment.
Das soll ja auch nach irgendwas aussehen, denke ich. So, wunderbar. Ja, doch. Dann müsste ich dich auch noch austauschen, oder? Was sagst du dazu? Willst du dich hier austauschen lassen? Ah, mehr Gartenzoll. Wunderbar. Ich meine Kompost. Aus dem wir natürlich Gartenzoll machen. Und damit sind wir hier soweit durch. Wo sind meine Kürbisse? Hier. Ob ich euch hier beim Wachsen helfen soll? Natürlich. Normale Saplings. Aber das macht ja nichts. Der Baum war eh viel zu dicht dran. Und jetzt könnten wir hier eventuell noch irgendwie ein Feld dran machen. Habt ihr jetzt Eier gelegt? Spuckt es aus. Ja doch, gut. Eins. Ein ganzes Ei. Naja, wir müssen euch vermehren, dann wird das schon wieder. Na komm, geh mal von der Tür weg. Nein! Wo willst du überhaupt hin? Da draußen gibt's nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Okay, gut, den findest du hier drin auch, aber relativ viel später als da draußen. Habt ihr jetzt gerade ein Ei gelegt, wo ich gerade wieder raus bin? Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Na komm. Naja, immerhin gibt es jetzt ein bisschen mehr Mayo. Und damit können wir noch ein Sandwich machen. Nein! 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 Huhn, komm wieder zurück! Huhn! Put, put, put! Na komm, Hühnchen, na komm. Put, 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 put. Ah, sorry, da hat direkt mal meine Stimme ein bisschen versagt. Na komm wieder rein. Und? Wo ist deine Mama? Natürlich muss ich dich jetzt von da draußen abholen. Nee, nee, nee. Macht das eigentlich mit Absicht? Na komm mit. Na komm. Na put. Put, put. Put. Put, 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 put. Put, 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 put. Na komm. Ja, so ist brav. Fein machst du das. Na komm rein da. Sag ich doch, mir entkommt keiner. Also verzieh dich. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Na komm, geh da rein. Gut. Und du bleibst da drin. Ha. Diese Hühner, ne? Die können einen zum Weißglut treiben. Haben wir noch mehr Sachen, die wir kompostieren können? Haben wir Sachen, die wir kompostieren sollten? Kommt dieses komische Gras, können wir hier kompostieren? Naja, das Auge können wir essen. Ein Fossil. Klar, Säpplinge könnten wir, wie soll ich sagen, kompostieren, aber die brauchen wir höchstwahrscheinlich irgendwann wieder. Na komm, erstmal noch ein Sandwich. Zack, zack. Mehr Mayo für mich, wunderbar. So. Mayo, Salat. Halt, ich habe keine Brötchen mehr. Aber ich habe noch genug Wheat. So, Brötchen, Tomaten. Fleisch, Salat und eine Gurke. Ach halt, ich habe keinen Salat. Nee, doch, hab ich. Was fehlt? Mayo. Genau so. Jetzt habe ich keine Tomaten mehr. Schade aber auch. Und leider kein weiteres Seed für mich. Du da rein und du da rein. Wobei 8 Seeds sollten genügen.
Oder Weizen. Der könnte sich mal ein bisschen anstrengen, was das Wachsen angeht. Und ich renne hier schon wieder planlos rum. Ja, so ist es fein. Aber ruhig ein bisschen schneller. Das schadet niemanden von uns. Wenn das Salat ein bisschen schneller wächst. Na dann, verzieren wir hier noch ein bisschen was. Ich habe keine Carpenter-Treppen mehr. Doch, habe ich. Ich glaube, wenn ich mich wieder einlogge, dann liegen die Blöcke da rum. Denke ich. Oder die sind mittlerweile despawned. Oder wir haben jetzt dauerhaft einen Fehler in der Welt. Ist alles möglich. Moment mal, wir sollten mal dringend... Ja, wir sollten mal wirklich dringend gucken, ob da wieder was nachgewachsen ist. Ah, oh, darauf werde ich doch immer wieder reinfallen. Wenn wir es halt nicht ernten, dann kann es ja auch nicht nachwachsen, ne? Ich glaube, die beiden Getreidedinger kann ich hier entfernen. Was war das jetzt? Ah. Oh. Rennt er schon wieder direkt in die verbackten Treppen. Naja, ab in den Keller, alles mal ein bisschen einsortieren. Naja, mit 3 Sandwiches kommen wir ja relativ weit. Von daher würde ich sagen, sortieren wir wirklich mal alles ein. Du dahin, die Bohnen hier rein. Vielleicht sollte ich auch fertige Sandwiches irgendwie zwischenlagern. Da rein, Erdbeeren hier rein. Mayo kann da oben rein. Ich glaube, ich sollte meine Küche nach unten verlegen. Der Bambu kommt hier hin. Paprika und Cantaloupe. So, und ich glaube, das war's dann. Na komm, Saatgut können wir hier auch mal irgendwo zwischenlagern. Und der Rest ist für den Komposter. Und dann legen wir uns mal kurz hin. Gute Nacht. So, guten Morgen. Große Frage ist, was machen wir als nächstes wirklich, weil die ganze Zeit hier nur den Feldern beim Wachsen zuzusehen, das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Mal gucken, ob die Mädels wieder Hunger haben. Na komm, geh mal beiseite. Geflüchtet wird hier nicht. 1 und 2. Ich glaube, ich sollte euer Gehege mal ein bisschen vergrößern, ne? Na komm, dich nehmen wir hier mit. Dich können wir bestimmt gut kompostieren. Ich sagte, wir kompostieren dich. Und wenn ich sage, wir kompostieren etwas, dann ist Widerstand in der Regel sinnlos. Da kommen die ganzen Blümchen auch noch in Kompost verwandeln. Und ich habe irgendwie... Oh, das war knapp. Da musste ich jetzt mal wirklich ganz dringend niesen. Und da liegt ein Eisig gerade. Wunderbar. Gut, rein. Das Ei gehört mir. Komm, wir hüpfen über den Komposteimer drüber. Vielleicht sollte ich noch 1, 2 Kompostbehälter aufbauen. Kompost bin. Wer ist ein Komposter? So, erstmal ein paar Sticks. Nein, nicht so viele. Dann gerne noch ein paar Slabs. Und dann ist die Folge leider schon wieder vorbei. Schade aber auch. What? Slabs und Sticks. Moment, ich habe keine Slabs produziert.
So, jetzt aber. Na komm, 4 Stück sollten genügen. Auch wenn wir nicht genug Material haben zum Kompostieren, aber sobald die Ernten erstmal reicher ausfallen, werden wir sie definitiv benötigen. Na komm, das Barley können wir auch mal kurz kompostieren. Dann läuft das. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.